Und wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Mitza. Ja, ich nehme wieder auf. Ist ja logisch, seht ihr ja. Und was wollten wir jetzt eigentlich tun? Genau. Kiste. Ein Heiltrank gefunden. Ja, besser konnten sie es auch nicht verstecken. Ja, wir hatten das letzte Mal Jan mitgenommen. Jan hieß er, glaube ich. Und wegen den 11 Minuten, Leute, tut mir leid, das war dummer Denkfehler von mir. Will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Was zum Teufel? Die beiden Blubberbla... Entschuldigung. Die beiden Blubberblasen schaffe ich mit links. Ja. Unglaublich. Scheinbar hast du den Beschützerinstinkt des Werbären geweckt. Unser erster Kampf mit Jan. Kann es sein, dass du noch unsicher beim Kämpfen bist? Herbert hat dir vielleicht beigebracht, wie man mit dem Schwert wedelt, aber abseits des Lagers musst du mehr wissen als das. Soll ich dir beibringen, wie man richtig kämpft? Ich weiß nicht, was er uns beibringen wird, aber ich hoffe keine Standardsachen. Vielleicht kann er uns irgendwas sagen. Sehr gut. Einzig ist der beste Weg zur Besserung. Eingebildeter Schnösel. Siehst du die beiden Blasen da vorne? Nein, ich bin kurzsichtig. Eine ist rot und die andere ist blau. Ja, toll. Farbenblind bin ich aber auch. Diese Informationen erhält man auch anhand der Leiste ganz oben am Bildschirm. Dass sie rot und blau sind? Was sind das für Informationen? Ganz großes Kino. Zahl 1 bedeutet, dass sich der Gegner rechts oben befindet. Und 2, dass er rechts unten steht. Okay, das könnte schon etwas hilfreicher sein. Mit welcher Farbe man gegen welchen Gegner den größten Schaden richtet, erkennt man rechts oben. Hä? Farbe? Okay. Rote Gegner kannst du nur durch gelbe Attacken stark schaden. Wen interessiert das? Okay, es interessiert eigentlich schon, aber... Naja, ihr wisst was. Ja. Gegen blaue Gegner kannst du mit roten Attacken richtig punkten. Ah, das wird da oben sogar angezeigt. Also gelb gegen rot, rot gegen blau und blau gegen gelb. Okay, kurz gesagt, rot schlägt blau, blau schlägt gelb, gelb schlägt wiederum rot. Das habe ich gerade gesagt. Toll. Der Werbe ganz hinten hat eine andere Farbe. Er ist grün und alle Attacken sind gleich stark gegen ihn. Okay, das ist noch gut zu wissen. Weil er links oben steht, hat er die Zahl 3 und da er ein grüner Gegner ist, hat sein Symbol eine Grünfärbung. Ja, toll. Wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Es gibt noch weiße und schwarze Gegner. Finde am besten selbst aus, was gegen sie effektiv ist. Danke! Sehr freundlich. Finde es selber aus, ich will es dir jetzt nicht erklären. Talalalalala. Außerdem sollte man stets auf die Farbleiste achten. Okay. Bei jeder gleichfarbigen Aktion, egal von der Gruppe oder dem Gegner, bildet sich dort eine Kette. Okay. Bei einer anderen Farbeaktion wird sie unterbrochen, bei einer farblosen bleibt sie gleich. Ist diese Leiste ganz gefüllt, wird die nächste Aktion sehr stark. Okay.
falls es mal ganz schlimm kommen sollte und wir keine Chance mehr haben, den Kampf zu gewinnen, was selbstverständlich an deinem mangelnden Können. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Jan nicht mag? Ich habe immer dieses tiefe Bedürfnis, ihn zu erwürgen. Oder geht das nur mir so? Können wir mit einer Rauchbombe aus dem Kampf fliehen? Vergesst immer wieder die Stimmen zu ändern. Ja. In ganz verzwickten Situationen ist dies jedoch leider nicht möglich. Das sollte fürs Erste reichen. Ich hoffe, du konntest einiges von mir lernen. Ja, genau das habe ich mir gerade auch gedacht. Falls du noch mehr übers Kämpfen wissen willst, schlag in deinem Monsterbuch nach. Ich habe dort alles Wichtige übers Kämpfen reingeschrieben. Okay, wir haben jetzt... Ja, warum hat das... hat gerade geleckt, oder? Ja. Okay. Ja, Chan verfehlt natürlich. What? Wieso können Schleime zaubern? Ja, Chan, du bist ganz groß. Ganz großes Kino. Ganz großes Tennis, sag ich nur. Och. Wow, er hat einmal getroffen. Und Aliot ist gleich tot. Moment, Rot ist gut gegen Blau. Wir haben Feuer, das ist... Genau. Nein! Boah, das habe ich schon gemeint. Inventar, Heiltrank. Hallo. Danke. Nein, kein Feuer. Nein! Naja. Das war... blöd. Angriff natürlich. Naja. Beide Stufe 3. Dann weiß ich gleich, was wir noch tun werden. Nämlich nochmal hoch. Nein. Nochmal hochleveln. Yay. Das Menü ist so spannend. Fertigkeiten. Wir haben 12. Eis, Blitz. Okay, was haben wir hier? Steigert AP. Ich hätte gern steigern Angriff. Oh, kann man doch nicht zweimal machen. Steigert MP, steigert Angriff. Was brauche ich hier eigentlich dafür? Brauche ich 10. Was? Hä? Okay. Whatever. Steigert Geschwindigkeit, steigert Geschwindigkeit. Ach nein. Steigert Intelligenz, steigert MP. Machen wir noch einmal. Steigert MP steigern und dann. Machen. Ach, ich will gar nicht so viele Zauber. Aber komm, jetzt machen wir noch den Eiszauber. Und zu Jan, der... Komm, haben wir das schon? Okay. Machen wir hier noch einmal Abwehr. Ach komm, die geben wir Blitz. Und dann... MP, Intelligenz, ja, seine große Stärke. Machen wir noch Geschwindigkeit. Und wir speichern einfach nochmal. Ach ja, das habe ich gerade noch gesehen. Das ist die Teamanzeige. What? Wie sieht das aus, wenn wir 4 Teammitglieder haben? Da kannst du ja nichts mehr erkennen. Das kann man auch besser lösen. Moment kurz. Oh, musste mich kurz strecken. Liege gerade irgendwie ganz unbequem dran. Naja. Ölfässer.
Frag nicht nach, Dero, frag gar nicht nach. Diese Tonnen standen noch vor ein paar Wochen in unserem Ausbildungslager herum. Was uns jetzt sagt, dass... Ach, nein, Verzeihung. Diese... okay. Natürlich, Ölfässer im Jahrhundert 1900, schlag mich tot. Okay. Da drüben sind Kisten, da will ich Werbär. Pilz? Pilz nicht aufsammeln. Ich will da rüber. Gibt's geheime Eingänge oder anything? Hier? Noch. Oh, meine Hand verkrampft sich gerade irgendwie. Ah. Fight. Round one. Ah. Ich erinnere mich gerade so an die alten Spiele noch für... Ach, was gab's damals nicht alles? Nintendo 64 und... 2D-Kampfspiele, Ach, schlag mich tot, ich weiß gar nicht. Moment, was zum... Was soll das darstellen? Worunter stehe ich da? Ist das die Decke? Okay... ich sag nichts. Die Kiste sieht nicht verdächtig aus, weil sie so breit... What the? Ich hab nichts gesehen. Nein. La 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 la. Was ist denn diese Kiste? Stoffhut. Zwei Heiltränke. Ein Mana-Trank. Zwei Rauchbomben. Okay. Wer hat diese Kiste hier hingestellt? Die Kiste ist leer. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Glitch und ja. Es sieht irgendwie aus, als würden wir gleich zum ersten Endboss kommen. Oh. Es hat noch einen uns von unseren Kameraden erwischt. Warum leuchtet das so seltsam? Weil Jan darüber gelaufen ist. Hahaha. Das ist eine Aufrufsubstanz. Der Soldat muss sie... Ich vergesse schon wieder die Stimmen. Der Soldat muss sie bei sich getragen haben. Es ist ein Feueraufruf. Siehst du den Effekt, den er auf seine Umgebung hat? Unser kleiner Ausflug fängt langsam an, sich zu lohnen. Du willst von den Toten stehlen? Nein! Sünder! Ketzer! Wir sollten noch unsere Kameraden finden, oder nicht? Und wie es scheint, gibt es hier in den Bergen etwas, das uns ganz und gar nicht freundlich gesonnen ist. Ein bisschen Unterstützung durch einen Aufruf kann das sicherlich nicht schaden. Ich hoffe nur, es bringt uns mehr Glück als dem vorherigen Besitzer. Du erhältst ein leuchtendes Blinke-Ding. Ich sagte, du erhältst ein leuchtendes Blinke-Dings. Bums. Machen. Ja. Sagen, sie wollen es mitnehmen und dann sowas. Leichnam untersuchen. Na, von mir aus. 17 Goldstücke gefunden. Leichenschänder. Wir können nichts mehr für ihn tun. Nein, wir konnten ihn nur noch bestehlen. Das war unsere einzige, das einzige, was wir noch für ihn tun konnten. Ist die Fledermaus jetzt? Okay, nein, gegen Fledermaus müssen wir nicht kämpfen. Boom. Und zack. Ja. Und ich sehe gerade die Zeit, weswegen wir uns gleich wieder in der nächsten Aufnahme sehen. Bis gleich, Leute.